Wenn du eine Aktie kaufst, solltest du auch wissen, zu welcher Kategorie diese Aktie gehört. Denn du kannst nicht erwarten, wenn du also eine wachstumsschwache Aktie kaufst, kannst du nicht erwarten, dass die jährlich 15 bis 25% steigen wird. Da kannst du nämlich lange darauf warten. Und du solltest natürlich auch nicht blind irgendwelche Aktien kaufen, weil die irgendwie zurzeit in sind oder nicht. Und dann erwarten, dass diese Aktien 50% steigen werden. Also solltest du wissen, mit welcher Aktienkategorie du es zu tun hast, damit du eine realistische Erwartungen bekommst und auch nicht enttäuscht wirst. Ich fange an mit den sechs Aktienkategorien und da fange ich an mit der ersten Aktienkategorie, nämlich die Turnaround-Werte. Okay? Also die Turnaround-Aktie. Nehmen wir doch mal Continental oder besser gesagt ThyssenKrupp. Noch letztes Jahr, vorletztes Jahr, war die Aktie bei 5 Euro. Die haben die Aufzugsparte verkauft. Das war natürlich ihr gewinnbringendes Geschäft. Haben sie verkaufen müssen, weil sie halt Kapital benötigt haben. Die sind also ziemlich fertig, die Firma. Ja? Das ist ein Turnaround-Kandidat. Jetzt könntest du natürlich sagen oder sehen, hey, die Aktie ist günstig, ich kaufe die einfach und ich denke, die wird steigen. Kann, muss aber nicht. Denn wenn du dir dann Gedanken machen würdest mit dieser Firma, dann würdest du sehen, dass die angeschlagen sind und ein Turnaround-Kandidat sind. Das heißt, das Risiko ist natürlich ziemlich hoch, dass die auch pleite gehen. Deshalb kannst du das dann dir selbst überlegen, weitere Recherchen führen und so weiter. Und ob du dem Unternehmen das zutraust, dass die den Turnaround schaffen oder nicht. Mittlerweile waren die dann auch schon bei 10 Euro. Das ist natürlich eine Steigerung von 150%. Bei den Turnaround-Werten kann man das natürlich dann erwarten, wenn die den Turnaround schaffen. Machen wir weiter mit den zyklischen Aktien. Was sind zyklische Aktien? Ganz einfach, wir hatten letztes Jahr die Pandemie. In einer Pandemie werden keine, ich sage immer, zu den Zyklikern gehören Luxusartikel, auch ein Auto. Autos gehören auch dazu. Denn in einer Pandemie, wenn es den Leuten schlecht geht und wir viel Kurzarbeit haben, hin und her, dann werden solche Luxusgüter natürlich nicht gekauft. Kein Mensch kauft sich. Der Durchschnittsmensch, sage ich jetzt, kauft sich in einer Pandemie oder wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, ein neues Auto oder eine Rolex oder was oder ähnliches. Ja? Also sind das Zykliker. In einem Boom werden die Zykliker natürlich viel mehr gekauft und dafür profitiert auch eine zyklische Aktie. Okay? Drittens nehme ich dann die substanzspekulative Aktien. Ich kürze das Ganze ein bisschen ab. Was ist Substanz? Bestimmt hast du den Film gesehen, McDonald's von Ray Kroc, oder das Buch gelesen. Ich habe es übrigens gelesen, super Buch. Substanz ist Immobilien, versteckte Sachen, wie zum Beispiel Immobilien, Grundstücke und so. Man sieht nur McDonald's, wie viel die verkaufen und machen und tun, aber man sieht zum Beispiel nicht gleich auf den ersten Blick, dass die so viele Grundstücke besitzen. Okay, substanzspekulative, also Substanz. Machen wir weiter mit den stetigen Aktien. Die stetigen Aktien sind für mich, es kann für dich natürlich was anderes sein, sind DAX-Unternehmen, sage ich jetzt mal, zum Beispiel wie Daimler, Allianz und so. Die wachsen nicht nur 1% oder 2%, sondern es kann sein, dass die mal im Jahr auch 5 oder 10% steigen. Muss nicht sein, vor allem in einer Krise, hat man letztes Jahr gesehen, in einer Krise fallen natürlich auch die stetigen, ja, aber die erholen sich natürlich dann auch viel schneller. Und dann ist auch ein Profit, Daimler war 2020 unter 30 Euro, knapp darunter. Die sind jetzt mittlerweile bei 70 Euro. In einer Krise fallen die auch, geht aber dann gibt es wieder einen Schwung nach oben. Und wenn die wieder mal oben sind, dann haben die so ein Niveau erreicht, wo es natürlich nicht mehr 20% hochgeht, aber stetig wachsen die immer wieder. Und es gibt auch immer wieder eine schöne Dividende. Okay, dann kommen wir zu den wachstumsschwachen Aktien. Ja, die wachstumsschwache Aktien, da nehme ich zum Beispiel eine amerikanische
ist für mich zum Beispiel Colgate, Palmotiv, die Zahnpasta, ihr kennt das Zeug. Das ist für mich so eine wachstumsschwache Aktie, so ziemlich krisensicher, zahlt regelmäßig eine gute Dividende. Denn wir überlegen, das Kürzel nennt sich übrigens CL, wenn wir überlegen, diese Aktie war 2000 so ungefähr bei $30 und ist jetzt ungefähr bei $70. Okay? Das heißt, das sind 21 Jahre, ja, 2000 bis jetzt sind ungefähr 21 Jahre, wir haben ungefähr bis 120% ungefähr. Ja? Das ist in 21 Jahren natürlich nicht besonders berauschend, ja? Also ein wachstumsschwacher Wert, aber krisensicher und zahlen immer eine gute Dividende. Jetzt kommen wir zu meinen Lieblingen. Das sind wachstumsstarke Aktien. Eine wachstumsstarke Aktie, aktuell, sage ich, BioNTech. Okay, ist jetzt keine Verkaufsempfehlung, sondern wachstumsstark ist für mich eine Aktie, wo im Jahr mindestens mal 15-25% Profit macht und das jährlich. Und wenn BioNTech jetzt im Januar 2021 ungefähr bei 100 Euro war oder Dollar und jetzt steht die bei 328 fast, das sind das für mich 200% in einem Jahr. Ja, also das ist für mich ein wachstumsstarkes Unternehmen, ja, BioNTech. Natürlich profitieren die auch von der Pandemie, logisch, die haben sich einfach durchgesetzt und deshalb gibt es diesen heftigen Profit. Das waren jetzt meine 6 Aktienkategorien und ich kann dir nur empfehlen, bevor du in eine Aktie investierst, dass du dir Gedanken machst, zu welcher Aktienkategorie diese Aktie oder dieses Unternehmen gehört. Erstens schläfst du nachts besser und du wirst auch nicht enttäuscht sein, wenn du zum Beispiel jetzt eine wachstumsstarke Aktie erhofft hast, aber du hast eine wachstumsschwache im Depot. Dann kannst du das jetzt viel, viel besser einschätzen. Und wenn du jetzt diese 6 Aktienkategorien hast, dann kannst du dir natürlich ein eigenes Portfolio erstellen. Das ist überhaupt nicht schwer. Ich mache hier einen Kuchendiagramm. Du könntest dir jetzt sagen, okay, ein Teil ist wachstumsstark. Da gehe ich ein bisschen auf Risiko. Wachstumsstarke Aktien ist natürlich auch ein bisschen mit Risiko verbunden. Dann nehme ich ein Teil wachstumsschwache Aktien. Dann bin ich vielleicht nicht so der Risikotyp. Nimm noch einen größeren Teil stetigen, einen ganz kleinen Teil vielleicht Turnaround-Kandidaten, weil hier ist ja natürlich, dass man das Kapital komplett verliert, am größten Turnaround. Dann nehme ich vielleicht noch ein paar Zykliker mit rein, vor allem nach einer Krise. Dann ist es doch eine schöne Sache. Dann kann ich hier noch substanzspekulative Aktien mit reinpacken. Und dann habe ich doch hier eine schöne Aufteilung, ein schönes Portfolio. Und dann könnte man sagen, werde doch einfach dein eigener Fondsmanager. Die machen ja nichts anderes. Man muss sich halt ein bisschen drum kümmern, ein bisschen recherchieren, aber ist alles machbar. Und jetzt muss ich natürlich noch eine Sache erwähnen. Ich habe das jetzt, es ist nur plakativ dargestellt, denn persönlich, was für ein Anlegertyp du bist, solltest du natürlich erstmal herausfinden. Ja? Was bin ich für ein Anlegertyp? Damit meine ich, bin ich ein Risikomensch? Liebe ich das Risiko? Bin ich eher risikoaffin, also nicht konservativ? Dann kann ich natürlich hier statt einen Teil, kann ich sagen, okay, ich nehme vielleicht ein Drittel wachstumsstarke Aktien. Bin ich eher der konservative Typ, dann kann ich mehr auf wachstumsschwache Aktien setzen. Und das ist natürlich ganz individuell, da ist jeder Typ anders, aber man muss sich mal die Frage stellen, was für ein Risikomensch bin ich? Und wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich auch mein Portfolio auslegen und mir die Aktien aussuchen, die zu mir passen. Denn ich sage dir eins,
Wenn du was tust, was dir unangenehm ist, dann wirst du immer ein ungutes Gefühl haben und du wirst einfach nicht den freien Kopf haben, was du benötigst im Aktienhandel, beim Investieren, sondern wirst immer so gehemmt, ja, immer so mit ein bisschen Paranoia herumlaufen. Und das ist natürlich für den Aktienhandel überhaupt nicht gut. Du musst dich wohlfühlen, du musst voll hinter den Aktien stehen. Dann wirst du auch erfolgreich. Deshalb bestimme erstmal deinen Anlegertyp. Schau dir die 6 Aktienkategorien an, bilde dein eigenes Portfolio und dann kommt die Rendite von ganz alleine. Ich werde mit diesem Video am Ende. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Mich würde es freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere diesen Channel, hau auf die Glocke. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine hohe Performance und bis zum nächsten Mal.